Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay mit Socrates in seiner Seattle auf der begehrten Map Okinawa. Ich habe die Seattle selbst nicht, aber das ist ein Anblick, den werde ich wahrscheinlich lange nicht vergessen. Was ist das für ein breiter Arsch und was ist das für eine spezielle Tarnung? Ja gut, was soll ich sagen? Wir haben hier eine Seattle, die, wie schon erwähnt, ich noch nicht selbst fahren kann. Das bedeutet, meine Beobachtungen, meine Kommentare, meine Erfahrungen oder meine Ratschläge basieren hier komplett auf dem Tier 8, der Cleveland, der leichten amerikanischen Kreuzerlinie, die ansprechende Türme hat. Warum sind denn die Türme da so breit? Das hat meine Cleveland doch nicht. Die sind ja übelst brutal aus. Sowohl sie dasselbe Kaliber haben, wir haben hier 4x352 mm. Das weiß ich. Wir haben hier, was hat die? 14,3 Kilometer Stock hat die, weil ich sie mir mal angesehen habe. Ich glaube 15,6 oder so wird sie dann haben, wenn sie ausgebaut ist. Hier hat sie 18,2. Das bedeutet, da wurde mit dem Reichweitenmodul die Reichweite noch erhöht. Muss man mögen. Mag ich nicht. Ich treffe da nämlich zwar schon noch was, aber meistens nur die Klasse, die ich damit nicht bespaßen möchte, das sind Schlachtschiffe. Natürlich bespaße ich Schlachtschiffe auch. Da ist viel Schaden drin begraben, aber bessere Auszahlung gibt es halt bei Kreuzern und bei DDs. Was nicht bedeutet, dass man hier auch, dass man hier nicht auf DDs schießen kann, wenn man dieses Modul verbaut hat. Das bedeutet nur, dass man dann einen höheren Reload hat. Oder halt keinen kürzeren Reload, wie als wenn man das andere einbaut. Ach, ich bin ein bisschen verwirrt, wie es aussieht. Jedenfalls hat dieses Schiff ein Sigma von 2,05 und eine Streuung von 131 Kilometer, was 131 Meter auf, aber nur 14 Kilometer, glaube ich. Also es erhöht sich dann, wenn man ausbaut, und auch hier bei den 18,2 erhöht es sich dann in diesem Verhältnis. 6,5 Sekunden Reload ist okay. Besser als bei der Cleveland. Und der leichte Kreuzer mit den 152 mm. Natürlich mit die FAE und Doppelconcealment. Recommended, also empfohlen. Und das ist hier, also bringt die Seattle in eine Lage mit Doppelconcealment, die sehr vorteilhaft ist und sehr wenige Kreuzer im Spiel ebenfalls haben können. Ich spreche hier von der Radarreichweite von 9,4, ich glaube sogar ein bisschen mehr, 9,45 Kilometer und einem Concealment von, er steht hier 9,4, aber es ist nicht 9,4. Okay, es wird ja auch nicht genau angezeigt. Ich glaube, Doppelconcealment plus Tarnung kommt sie auf 9,37. Ja, sind dann unterm Strich. Müsste aber dann 9,44 sein, was das Radar anbelangt. Ansonsten würde aufgerundet werden, würde 9,5 stehen. Also es sind Minimum 30 Meter und Maximum 70 Meter Unterschied, der hier nicht angezeigt wird. Von daher, oh, jetzt habe ich einmal geklickt. Aber die Shimakaze smuggt natürlich super her, mit Radarreichweite, die möchte ich gerne einzeigen, reinzeichnen, damit man das besser sieht. Das kann ich ja machen, ausgezeichnet. Muss ich einmal kurz nachschauen. Einmal kurz nachschauen, mache ich normalerweise nicht, aber wir haben eine Radarreichweite von 9,45, okay, wird dann doch nicht höher angezeigt. Wird nicht aufgerundet im Spiel, anscheinend ist dann 9,45, wenn da die 4 steht. Wird einfach die letzte, also die zweite Kommastelle weggelassen und nicht gerundet. Interessant. Nun gut, das bedeutet, ist das Schiff offen, dann kann es Radar zünden, dann ist nämlich etwas da, das spottet. Ist im Gespräch, dass das geändert wird? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die verändern nicht die Reichweite des Radars, sondern sie verändern die Reichweite des Concealments, also erhöhen die Aufklärungsreichweite. Das wäre meiner Meinung nach besser. Ansonsten haben wir unterschiedliche Radare beim amerikanischen Bau. Konzentrieren wir uns nun auf das Gefecht, denn mittlerweile ist dann doch schon einiges passiert, wo man etwas dazu sagen kann. Es ist die Map Okinawa.
Also so viel war schon von vornherein klar. Das muss ich erst ein bisschen sacken lassen. Was ich damit sagen will ist, Okinawa beschert uns zu einem hohen doppelstelligen Prozentsatz eine Spielweise, die von den meisten Spielern nicht gern gesehen wird. Und das ist Rush A. Also Lemming Train zu A, aber nur um dorthin zu kommen, nicht um dort durchzupushen. Denn A hinzufahren ist keine Straftat, aber dort stehen zu bleiben schon. Vor allem, wenn das drei Viertel des gesamten Teams macht, wie hier das rote Team und damit dem grünen Team mit Aufwendung von relativ geringen Ressourcen an Schiffen und Aufbringung oder Schaden von relativ wenigen Schiffspunkten zwei Cap-Punkte schenkt, weil das ist dann ja quasi geschenkt, dann ist es ein grobes Problem. Hätte dieses gesamte Team, das sich hier positioniert hat, das sind 9 Schiffe, einfach durchgedrückt, wäre durch die Anordnung und die Drehung der Maps, und jetzt muss ich einen Moment. Ja, ich bin leicht erkältet, hört man zum Glück noch nicht durch die Nase, aber man hört es an der Stimme. Deswegen entschuldige ich mich, sollte das hin und wieder vorkommen, aber ich mute mich dann und beseitige den Frosch im Hals. Diese 9 Schiffe hier hätten durch die Drehung der Karte, also durch die Anordnung der Inseln der Map, die Bismarck, Iowa und Edinburgh leicht rausdrücken können oder zerstören können, indem sie einfach diagonal auf der F3-G2-Linie in den Weg abschneiden, während sie zeitgleich auch dem Team, das rechts von C kommt, ausweichen. Damit hätten sie Schiffsüberlegenheit hergestellt und hätten dann sofort B nehmen können. Wäre easy gewesen, aber das machen halt wenige. Was wir hier übrigens sehen, ist typische Spielweise eines leichten Kreuzers, am besten im Smoke oder wie hier hinter einer Insel. Wobei Smoke immer ein Ziel für Torpedos ist und da schwierig hinzuzielen mit den Torpedos. Nämlich mit den 152 mm und dem verkürzten Reload, also mit dem relativ kurzen Reload im Gegensatz zu den 203ern, dem Moin ist natürlich ausgenommen. Mit IFHE, also 30% mehr HE-Penetration. Und dann vielleicht noch mit Sprengmeister, um das auszugleichen, aber das ist nicht unbedingt nötig, kommt auf den Kapitän und auf die Spielweise drauf an. Hier massiv Schaden zu machen an rumstehenden Schlachtschiffen, rumstehenden Kreuzern. Denn hier bei 18,2 Kilometer Reichweite, das sind die Granaten, wie ihr hier schon lesen könntet, ziemlich lange unterwegs. Was bedeutet, dass auch ziemlich schwierig zu treffen ist. Also, wenn sich das Schiff bewegt. Wenn das Schiff noch steht, dann sind Granatenflugzeiten von 10 bis 15 Sekunden kein Problem. Als DD-Jäger eignet sich das Schiff dann trotzdem noch. Man hat zwar nicht den verkürzten Reload durch den Einbau der Reload-Verbesserung, aber bei 6,5 Sekunden oder sind 6,8 kann man da auch mal drüber hinwegsehen, vor allem bei 4x352 mm. So, Radar ist an, Akizuki. Jetzt bin ich gespannt. Gearing ist nicht mehr in Radarreichweite. Tirpitz ist da. Fährt die Seattle rein, um die Akizuki zu erledigen und wird dann von der Tirpitz, oder wird Gefahr laufen, von der Tirpitz beschossen zu werden, obwohl die Tirpitz die Geschütze ja schon in die richtige Richtung gedreht hat. Das kann natürlich böse enden. Gut ist, entweder Bismarck oder Tirpitz hier im Hintergrund haben auch drauf geschossen. Jetzt kommt die Sekundäre der Bismarck zum Einsatz, der Tirpitz zum Einsatz. Was sind das für Sprecher? Aber Bismarck, Tirpitz, Tirpitz die ganze Zeit. Alles dreht sich hier um die Schiffe der deutschen Nation. Mit ihrer Sekundärartillerie, da kann man schon ein bisschen durcheinander kommen. So. Geht sie raus, bevor sie schon hinter die Insel schafft. Die Tirpitz hat sie rausgenommen. Wird sie rausnehmen? Brandt die Bismarck. Die Bismarck, verdammt, natürlich die Bismarck, die links hier steht. Da, jetzt wird sich die Seattle hier wieder verziehen. Es gibt hier nichts mehr zu gewinnen. Sobald die New Orleans auf sie aufmerksam wird, geht es einem schnellen Ende entgegen, denn die wird auch hier unsichtbar feuern können oder hätten können, wäre sie hinter uns stehen geblieben. Schießt aber lieber auf die Bismarck, ist ja, auch ein gutes Ziel. Auch mit AB kann man in die Aufbauten viel Schaden machen. Vor allem, wie gesagt, 6 Sekunden Reload. Ist ein Monster mit 203 mm und dem Auto-Bounce der 8 Inches, also der 203 mm, die Besonderheit der amerikanischen Kreuzer hier.
oder generell an amerikanischen Kanonen. Aber auch IFAE und HAE macht bei den 152 mm genügend Schaden, dass man es sich gut gehen lassen kann. Tier 9, 60.000 im Kreuzer, alles darüber, finde ich super. Man muss nicht immer so hohe Ansprüche stellen. Bismarck hat ihr Todesurteil besiegelt, gegen eine Tirpitz fährt man auch nicht rein. Die hat Torpedos, das weiß jedes Kind, das ist gefährlich. Nun steht hier die Seattle und die Tirpitz. Oh, die hat eine Halloween-Tarne vom letzten Jahr drauf. Stehen hier alleine gegen das gegnerische Team, das dann doch noch sich überlegt hat. Holla, wir haben weniger Caps und wir campen hier nur rum. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Gelegenheit nutzen würden und hier ein bisschen, ja, ein bisschen was machen. AP auf die Breitseite, Sau, das wird ein Spaß, aber Achtung, Torpedos. Die sollten eigentlich schon raus sein, wobei die Sau, wo hatten die Türme hingedreht? Da stimmt was nicht mit der Sau. Kann sein, dass ja keine Torpedos kommen. Wieder akustische Suche ist an. Würde mich wundern, aber so ist das halt. Hin und wieder hat man Glück oder der Gegner ist einfach irgendwie komisch. Zu erwähnen hier bei diesen Schiffen ist noch, man muss sich für nichts entscheiden. Man kann so gut wie alles mitnehmen, was wichtig ist. Hydro-Radar, T-Virus und eine Heilung auf Tier 7. Also wenig, was einem fehlen würde. Die Gearing deckt natürlich trotzdem aus durch die Smoke, auf, also Feuern im Smoke und die Aufdeckungsreichweite dort. Aber das wird nicht mehr lange ein Problem sein, denn die Gearing hat natürlich wenig Schnitte gegen Benson. Aber die Torpedos kommen noch an. Gegen Benson, Seattle und Tirpitz. Dauert eigentlich schon viel zu lange, hallo? Schieß! Ah, da hat Sokrates, übrigens ein fleißiger Kommentierer unter meinen Videos, die Chance vertan. Natürlich durch die Torpedos konnte er nicht so viel Breitseite zeigen, um mit allen Granaten schießen zu können. Und jetzt kann er theoretisch auch nur von der Des Moines beschossen werden. Alles andere, bis auf die andere Des Moines hier hinten, also trifft dann doch zu. Also Autobahnswinkelbonus in allen Ehren, aber selbst das ist selbst für eine Des Moines zu wenig Winkel, dass da wirklich noch Schaden bei rumkommen würde, hallo? Gut, jetzt hat er echt nochmal die Chance, die Gearing aufzumachen. Ah, Radar der Moskva. Verhilft ihm hier zur einmaligen letzten Gelegenheit, die Gearing zu töten. Ja, noch eine Salve wird's brauchen. Ja, dann ist sie schon zu. Schade, schade. Schade, schade. Nun gut, Des Moines ist schaffbar. Vor allem mit Hilfe. Vor allem, wenn nicht auf ihn gezielt wird. Er müsste nur schauen, dass er alle seine Geschütze ins Ziel kriegt. Solange er auf ihn nicht geaimt wird, und das wird ja jetzt, kann auch die andere Des Moines sein hier oben. Oh, und das war's. Punktemäßig schon erledigt. Autsch. Das war ein gutes Zeichen dafür, oder ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Gegner einfach keine Ahnung hat von dem, was er macht und quasi den Sieg herschenkt. Das war ein Sieg nach Punkten und hier ist der Kapitän, ja, wie angesprochen, Tarnmeister und die FAE ist Pflicht. Sprengmeister, um das auszugleichen. Alternativ, wer lieber eine Heilung mehr hat oder ein Radar mehr hat für die ersten 14 Punkte, Inspekteur, kann man gut ausgleichen mit natürlich dem allseits bekannten Premium-Verbrauchsgut, aber wer dann immer noch zu wenig hat, Inspekteur. Turmdrehrate würde ich jetzt nicht erhöhen mit Elite-Schütze, ich würde ja letzte Anstrengung oder aber Adrenalinrausch wählen, wobei eher letzte Anstrengung. Wobei, ich sage immer so viel. Letzte Anstrengung ist etwas, wo ich Angst habe, wenn ich beschossen werde, dass mir das Ruder ausfällt. Oder der Antrieb, dass ich dass ich nicht mehr mobil bin, bewegungsunfähig und damit ein leichtes Ziel bin. Spiele ich ein Schiff, das eher dafür ausgelegt ist, im Verborgenen zu agieren, bedeutet jeder Fall, in dem ich letzte Anstrengung brauche, einen Fahrfehler. Einen Fahrfehler, den es zu vermeiden und auszumerzen gilt, den man natürlich durch den Skill abfangen kann. Die Frage ist, wie effektiv man ihn abfangen kann.
und ob da nicht was anderes vielleicht besser wäre. Ja, das kann man natürlich auch über Adrenalinrausch sagen, dass Adrenalinrausch nur zum Tragen kommt, wenn ich denn einen Fehler mache, den ich mit einem solchen Schiff eigentlich nicht machen sollte. Von daher fahre ich perfekt, wird mir Elite-Schütze am meisten helfen, da ich 0 XP verliere, oder da ich 0 HP verliere. Also von daher kann man Elite-Schütze auch fahren. Wie gesagt, wenn man es perfekt fahren, wenn man es perfekt machen kann. Ansonsten Adrenalinrausch für Schiffe, bei denen ich meine HP kontrollieren kann, also mit Heal. Bei allen anderen Schiffen finde ich es nicht so praktikabel, denn ich muss viel Schaden nehmen oder ich muss Schaden nehmen, damit er zum Einsatz kommt. Und wenn ich das semi-aktiv mache, was ich Schaden nehme, damit ich mehr Reload habe und dann zu überleben und teilweise dann wieder hochzuheilen, dann ist eine andere Sache, als wenn ich Schaden kassiere, ohne dass ich verantwortlich dafür, also ohne dass ich bewusst dafür verantwortlich bin. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. 93.000 Tier 9 ist immer geil. Also bitte, braucht sich niemand beschweren. Position gut gehalten, gut angewinkelt gegen die Des Moines, sieht man auch in der Teamauswertung, 1864. Ist Tier 9 im Tier 10er? Muss man sagen, Tier 9 ist meistens Mid-Tier oder seltenst High-Tier. Von daher sind mir Tier 9 Gefechte zum Kommentieren dann meistens auch lieber, weil eine höhere Diversität an Schiffen dann reinkommt. Ausführlicher Bericht, da wird gezeigt, Artillerie, ja gut, da ist nur die Maus drüber, hat nur 12.000 Schaden bekommen. Das ist nicht wirklich viel. Als Adrenalinrausch hätte sich da so gut wie gar nicht gelohnt. Da lohnt sich letzte Anstrengung dann eigentlich mehr. Elite-Schütze konnte er immer einsetzen, aber ist halt ein Skill mit geringerem Nutzen, dann auf Stufe 2. Aber da muss man sich halt auch entscheiden, was denn hier wichtiger ist. Von daher, ja, schwierig. Werde ich mir anschauen, sobald ich die Seattle habe, weil es dann doch ein Sprung in der Tierstufe ist dann doch ein Sprung in der Stufe. Da muss man sich überlegen, welche neuen Gegner man zu 90% immer bekommt. Gut, Tier 8 bekommt auch Tier 10, aber davon will man ja nicht immer ausgehen. 74.000 durch IFAE-Granaten und 10.000 auf die Sau, weil sie Breitseite gezeigt hat. 185.000, natürlich positiv. Gutes Gefecht, gutes Ergebnis. Er hätte nicht mehr machen können. Er hat das Maximum rausgeholt. Und natürlich sind solche Spiele mit diesen Schiffen nicht so spannend wie Schiffe, wo man rein brawlt, wo man durch die Gegner durchbricht, wo man sie überrollt oder wo man vielleicht wie ein Ninja im DD versucht, sneaky hinten rumzukommen und die dann mit Surprise Motherfucker Torpedos raustorpediert. Aber es sind auch Schiffe, die im Spiel sind. Eine Spielweise, die wichtig ist, zu zeigen, nicht damit sie anderen vorgemacht wird, damit alle jetzt mit allen Schiffen, die sie so fahren, sondern damit die Leute verstehen, warum hier ein unsichtbares Schiff auf einen schießen kann, wo denn die Positionen sind, wo diese Schiffe stehen. Das ist nämlich ganz wichtig. Schaut euch die Positionen an, wo die Leute hier in den Replays hinfahren. Eruiert, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind, ob es vielleicht bessere Routen gibt, um dann zu sehen, wenn der Feind auf euch zukommt, okay, da wird eine Seattle hinfahren, da wird eine Worcester hinfahren. Dann ist auch keine Balance notwendig von Wargaming, außer das Schiff ist extrem overpowered, sondern ihr balanced euch und euer Team und euer Schiff gegen andere Schiffe durch euer Können, durch euer Geschick und vor allem durch euer Wissen. Denn Wissen ist das, was man den anderen voraus hat. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Einschicken, Sokrates. Und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht. Ciao.